Wunderschön. So. So. Wenn man hier lauscht, hört man einen Slick schnarchen. Das heißt, entweder links von uns liegt ein schlafender Slick oder rechts von uns liegt ein schlafender Slick. Also können wir schon mal denken, wir können schon mal schleichen. So, der liegt zwar nur da oben. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, weil der wird jetzt uns nicht töten. Der wäre auch gleich wieder am Pennen. Aber man muss ja nicht, ne? So. Hier haben wir wieder lustiges Lachgas. So, bevor wir die beiden mit in den nächsten Screen reinziehen, müssen wir denen erstmal eine verpassen, weil die den Slick sonst, den Slick sonst aufwecken. Weil die können nämlich auch schleichen. Jetzt können wir die einfach mit hier rübernehmen. An dem guten Slick vorbei. Ist auch überhaupt nicht laut. So. Dann sagen wir mal an die Arbeit und drehen auch selbst mit. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist hier kein Geheimnis? Nee, tatsächlich nicht. Die Vögel kommen übrigens wieder, wenn wir den Screen verlassen und wieder reingehen. Na gut, dann. Ihr alle. Mitkommen. Mit. Okay. Du kannst nicht da hoch, ne? Nee. Dann gehe ich da selbst hoch. Also mach Tour selbst an diesem Ring da ziehen. Ach. Können wir nämlich. Ich hätte da gar nicht reingemusst. Egal. Wir alle. Okay. Dann können wir die nämlich direkt alle auf einmal retten. So. So, noch 11 Stück haben wir hier im Stollen. So. Hier sehen wir auch. Jetzt kommt nämlich gleich, das ist alles schön, wie man das hier so erklärt bekommt, denn jetzt gleich brauchen wir die Schatten hier. Ich stehe auch extra dran, Schattenzone da oben ist wahrscheinlich auch noch erklärt, wenn du in den Schatten still stehst, wirst du nicht gesehen. Genau, denn das brauchen wir jetzt nämlich im übernächsten Screen und wir schleichen natürlich. Man hört auch schon im nächsten Screen, dass da ein Slick läuft. Dann warte ich jetzt, bis der hierhin zurückkommt. Den Mudaken lassen wir da auch erstmal sitzen, denn ich weiß, dass wir hierhin nochmal zurückkommen. So, schnell. Hopp, 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 hopp. So. Ich gehe ungern an denen vorbei, wenn die da stehen. So. Ich mache nochmal einen Quick Save. So, wieder direkt schleichen. Der war nämlich eben noch nicht da. Oh, der wechselt sogar den Bildschirm. Okay. Warte. Okay. So, den habe ich mir mal direkt hier hingeholt. Ich glaube, den werde ich auch noch direkt mit rausziehen. Ich mache hier mal einen Quick Save. Dann kann ich den nämlich schon mal retten. Den anderen kann ich nicht retten, weil wenn ich den anspreche und der aufsteht, wird er erschossen. Das hier geht aber. Jetzt muss ich nur noch mal warten, bis der aus dem Screen wieder raus ist. Warten, bis er den Screen wieder verlassen hat. Und dann können wir schnell hier rüber. So. An die Arbeit. Dann sagen wir an die Arbeit. Und jetzt kommt die wundervolle Aufgabe. Ich hasse sie. Denn ich drücke immer falsch und dann erschrecke ich mich immer. Man muss sich hier den Rhythmus der Mine merken, denn wir dürfen nur drauf drücken, wenn die grün ist.
Okay, das war schon mal gut. So. Ah, okay. So. Wir alle. Jo. Schluss damit. Nee, Entschuldigung. Okay, okay. So. Wieder schleichen, weil man weiß ja nicht, was hier passiert. Hier ist nichts. Und hier drüben ist, glaube ich, der. Ja. Der Kreis. So, was haben wir hier oben? Nichts. Könnte eigentlich mal wieder ein Quicksave machen. So, wieder schleichen. So, und da sehen wir grüne Fläschchen. Das sieht ein bisschen aus wie Moos, aber es sind grüne Fläschchen. Denn wir können hier den Slick übernehmen. So, und normalerweise würde ich den jetzt einfach zerplatzen lassen, aber ich weiß ja, oh, da ist ein Geheimnis, deswegen gehen wir einfach mal nach links. Das wundervolle Geräusch. So, und damit können wir uns nach hinten beamen. So, und wir machen jetzt gleich erstmal einen Slickblatt. Vielleicht sogar auch zwei, ich weiß es nicht. Mal gucken. So, hier ist auf jeden Fall keiner. Hier ist auch keiner, aber im nächsten Stream muss einer rumlaufen. Denn. Ne, der ist wieder weg. Na gut. Ah. So. Man hat hier nämlich die wunderschöne Funktion, dass man in den Vordergrund schießen kann. Ich weiß nicht, ob das auch in dem ersten Teil ging. Ich quicksave mal, denn ich glaube, das ist leicht versetzt, wenn wir schießen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt irgendwie nach vorne schieße. Okay, man sieht schon mal, wo ich treffe. Auf jeden Fall nicht den Mudaken. So. Zack, tot. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir den nicht mehr, also können wir den einfach zerplatzen lassen. So, und den gleichen Weg müssen wir jetzt auch nochmal gehen. Denn wir wollen ja noch die Mudaken retten. Das können wir nämlich nicht mit einem Slick. Ups. Also leichte Fallhöhe kann Abe ab, aber wenn es dann über mehrere Screens auf jeden Fall geht, ist es Ende. So. Ich hoffe mal, dass ich bisher alle habe, aber ich glaube, wir können auch wieder komplett zurücklaufen, deswegen wäre es jetzt nicht so schlimm. Wenn ich nicht alle hätte, weil dann kann ich nämlich wieder zurücklaufen. Wo bringe ich euch denn hin? War hier anfangen, was? Weil die können nämlich nicht mit durch diesen Teleporter. Da. Weil ich auch ganz vergessen habe. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum hast du denn am Anfang nicht die Slicks übernommen? Weil die fliegenden Slicks können wir auch übernehmen. Aber, ich glaube, das kann ich euch gleich zeigen. Genau, wenn dieses rote Auge, ich nenne es mal rote Auge, wenn das zu sehen ist, können wir nicht chanten, weil wir dann eine verpasst kriegen. Ich kann das auch gerade mal zeigen. Es ist nicht tödlich, aber es kann tödlich enden, wenn wir Bomben dabei haben, weil die uns dann nämlich, ich sag mal, aus der Tasche fallen. Auch dann scharf sind und halt kurz später explodieren. Okay. So, du kommst mit. Ist hier noch irgendjemand? Nö. So. Gut, dann können wir jetzt wieder zurück. Dafür können wir, glaube ich, hier die Abkürzung nehmen. Genau, dann müssen wir nicht komplett zurücklaufen. Jetzt müssen wir noch den einen Mudaken holen, der da noch so verlassen sitzt. Ich hoffe mal nicht, dass der Slick wiederkommt. Ne, das ist gut. Auch keiner da. Lachgas. Jetzt ziehen wir den gleich zwar durch. Das ist aber nicht so schlimm.
Weil wir müssen mit dem eh nichts mehr machen, nur noch retten. Und wir müssen auch an nichts vorbei irgendwie, was wichtig wäre. So. Bitteschön. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir gerettet haben. Ich weiß nicht, ob hier oben eine Tafel war. Hier glaube ich keine mehr, ne? Wichtig ist auch manuell hier zu speichern. Denn, hier wird... Oh Gott, habe ich Glück, ey. Ich dachte schon, wir hätten keinen Speicherplatz mehr frei. Ja, wir können mal gucken, was hier so ist. Wir haben hier auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Grandia. Der ist auf jeden Fall nicht von mir. Das ist von einem... Also die Memory Card ist von einem Paket, was ich mal bei eBay gekauft habe. Tony Hawk's... Ach genau, das ist hier von meinem Let's Play Live. Frontschwein ist auch nicht von mir. Grandia 2 nochmal. Auch nicht von mir. Tekken 3. Jus Boskonovic. Mhm. Metal Gear Solid... Ist sehr wahrscheinlich von mir, weil nur 0, also nur 16 Minuten gespielt wurde. Crash Bandicoot 2. Hercules. Mhm. Nochmal Tony Hawk. Das ist wahrscheinlich der Charakter. Äpfel. Ein Königreich für ein Lama. Äpfel. Oh, nicht schlecht. Gut, speichern. Nochmal hier. Hier. Jule. Oh. Können wir zurück? Ja. Nee. Ach. Jule. So. Fertig. Okay. Jule. 18 Minuten. Ich glaube, das kommt nicht hin, aber gut. Gut, dann ab hier rein. Es sind auch immer sehr schöne Kamerafahrten, finde ich. So, schleichen, denn ein Slick ist hier drüben. Da hätten wir auch noch mal 5 Stück fehlen uns noch. Könnte hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Passt. Dann haben wir hier alle Arbeiter im Stollen 1 gerettet. Wunderbärchen. Ich bin froh, dass wir wenigstens nach schlechten, schwierigen Start wenigstens alle Mudaken retten konnten. Wir alle. Jo, 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 jo. Schade. Manchmal sind welche dabei, die eine extrem tiefe Stimme haben. Also, hallo. Oh geil. Das ist voll süß. Kommt mal alle mit hier. Los. Da. Und ein bisschen. So, können wir noch. Und jetzt schleichen. Ist ganz leise. Ganz leise. Hört man überhaupt nicht. So, macht hier mal. Sucht euch mal ein schönes Plätzchen. So, an die Arbeit. Nächste Sequenz. Endlich zu trinken. Oh, sei Dank. Trink bloß nicht. Wieso nicht? Weil, diese Brühe braun die Glackens. Sie ist wahrscheinlich nicht gesund für euch. Dummes Geschwätz. Du sagst es. Hör mal zu. Nur um dir einen Gefallen zu tun, haben wir das auf uns genommen. Aber... Also, es ist doch verständlich, dass wir jetzt ein kleines bisschen durstig sind, oder? Ja, aber... Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber wir sind durch eine Wüste gegangen. Also schieb ab, Stichläppchen. Aber... Oh.
Ich wollte sie davon abhalten. Aber sie tranken die Brühe erst recht. Massen davon. Schließlich sahen alle sehr elend aus, aber sie wollten immer noch mehr. Plötzlich verstand ich, was hier vor sich ging. Die Brühe wird aus unseren Knochen gebraut. Was soll ich machen? Es ist nicht zu glauben. Was du jetzt tun sollst? Meine Empfehlung, du holst uns schleunigst hier raus. Gute Idee. Dann folge mir. Okay. Aber... Oh! Ups, ich vergaß, dass er blind ist. Helft mir, die anderen da rauszuholen. Ist ja kaum zu fassen. Ich hab ihn. Das kann nur Abe sein. Das bringt ein sattes Erfolgshonorar.